Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Witcher Blood and Wine. Wir machen weiter. Und wir wollen uns jetzt mit Regis treffen. Ah, hier sind Ghule. Hallo. Zack, weg mit dir. Weg, weg, weg. Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. Ja. Ist ja wohl logisch, oder? Oh, warte mal. Loot, Loot! Brauchen wir zwar nicht unbedingt wirklich, aber wir nehmen einfach alles mit, was hier rumliegt. Regis! Verflixt, abgeschlossen. Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Ja, dann lass mal schauen, wa? Lass uns mal gemeinsam nachschauen. Okay. Goldener Teller. Tote zu beklauen ist jetzt auch nicht unbedingt super. Hallo, ich habe schon lange aufgehört, den Knopf zu drücken. Hallo. Warum leuchtet es denn immer noch? Hallo? Ah, ja. Ah, piss dich. Verzieh dich, verzieh dich! Was sind das, Kakerlaken? Ah, fuck it, Mann! Verzieh dich! So, jetzt ja. Meine Fresse hier. Ist ja super netter Empfang. Was ist das? Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Oh Gott. Das stinkt vielleicht. So. Das stinkt, glaube ich, die sofort. Geralt. Das glaube ich dir sofort. Schmeckt dir das? Au! Aua! Weg, 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 weg. Hey, jedes Mal, wenn ich den. Jetzt aber. Jedes Mal, wenn ich den. Jedes Mal. Jedes Mal! Alter, der macht mich fertig. War ich natürlich viel zu weit entfernt. Verdammte Scheiße hier, Mann. So. Gib mir doch mal ein bisschen was Besseres als irgendwelche grünen Mutagene. Ich brauche das alles nicht. Wir brauchen rote Mutagene. Okay. Also weiter durch die Höhle. Da lang, da lang. Oh Gott. Wahrscheinlich macht das keinen großen Unterschied. Nein, wir wollen uns doch noch umsehen. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden.
Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis. Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kaer Morhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlef tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten, alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Vysima reisen.
Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Hm. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Alraunenschnäpschen? Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen rauen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Jeder hat Geheimnisse. Das meine ich auch. Außerdem glaube ich, dass es klug ist, hin und wieder sein Herz auszuschütten. Bei Leuten, denen man vertraut. Ist das deine verschrobene Art, mein Vertrauen zu testen? Ich frage gern indirekt. Das ist ein Intelligenztest. Du hast ihn bestanden. Hm. Vielleicht solltest du anfangen. Was hast du für Geheimnisse? Schließlich führen Vampire doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlaff ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cirilla gefunden? Damals, schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Und als die Zeit reif war, kam sie zurück und wir besiegten gemeinsam die wilde Jagd. Oh, da habe ich ja wirklich was verpasst. Und ob. Aber wir reden ein andermal darüber. Jetzt wüsste ich gerne mehr von dir. Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod? Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlaff nicht gewesen,
wäre ich wohl im unendlichen eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100. Das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr? Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja, ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Nur wenn wir von der Hand eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Das interessiert dich am meisten, ob ich gerne Hexer bin? Mich interessiert manches, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Antworte bitte. Ich habe es mir nicht ausgesucht, Hexer zu sein. Es war mein Schicksal. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich einen anderen Beruf ergriffen. Einen, bei dem ich nicht ständig mein Leben riskieren muss. Und der mir vielleicht sogar etwas Respekt einbringt. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln?
Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. War klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet um das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absud. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Ja. Alles klar. Was soll ich dazu sagen? Ich brauche nicht mehr reden. Es macht sich alles von alleine. Perfekt, ey. Aber ich muss trotzdem irgendwelche Wörter sagen oder irgendwelche Sätze sagen, wo sich deine Leute besser fühlen. Damit sie mich auslachen können. Wie kannst du das nicht wissen? Sowas in der Art. Ist ja ein typisches Phänomen auf YouTube. Dafür muss ich auf jeden Fall sorgen, damit sich die Leute besser fühlen, wisst ihr? Wo sind denn die Scheißwichte? Wo könnten die denn sein? Hallo? Übrigens, ich weiß nicht, was hättet ihr denn genommen als Antwort? Hexer oder Nicht-Hexer? Ich hab Nicht-Hexer genommen, weil ich glaube, dass Hexer sein nichts Schönes ist. Habe ich die jetzt gesehen schon? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt kurz mal durch. Gerade was man für Torturen durchmachen muss. Grottore? Was man für Torturen durchmachen muss, um überhaupt erstmal ein Hexer zu werden? Ich weiß nicht. Und dann das Leben an sich. Das ist, glaube ich, kein schönes. Das ist kein schönes. Du kannst zwar rumballern ohne Ende, ohne Kinder zu kriegen.
oder die Gefahr. Es soll Leute geben, die Bock hätten, Kinder zu bekommen. Und dann kannst du es halt nicht. Weiß nicht. Hören Sie bitte auf, Mr. Panther. Hören Sie doch bitte auf. Und du hast anscheinend, so wie Geralt, wohl, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, ist es nur eine eigene Macke von Geralt oder von allen? Aber du hast Angst vor Pussys, also Kätzchen meine ich natürlich damit. Ich weiß nicht. Ich würde es nicht wählen. Ja, was geht? Brot lässt dich springen wie ein Böckchen. Wein setzt dir Hörner auf. Soll ich hier mal was mitbringen? Hey, was geht? Jo. What's up, man? Ein mächtig hochnäsiger Nordling. Blöder Kackelutscher. Kackelutscher? Was? Was haben wir denn hier? Puff the filter! In Übereinstimmung mit... Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, es reicht jetzt hier erstmal an dieser Stelle. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das Gespräch zwischen den beiden. Und wie sie natürlich dann auch die Frage umschifft haben mit Gott und so weiter. Um da niemanden zu verärgern, der dieses Spiel spielt. Oder um einfach auch kein Statement abzugeben. Weiß nicht. Oder, obwohl es passt ja eigentlich, er ist ein Vampir. Dementsprechend ist er ja trotzdem was anderes. Ja, ist auch egal. Leute, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann gucken, wie wir den Wicht, ja, dazu bringen, uns seinem Speichel zu geben. Oder halt, ja. Oha, bitte. Was ist hier los? Geralt, das müssen wir beim nächsten Mal klären. Also Leute, ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr mehr sehen wollt von Witcher und dem Projekt hier, dann lasst auf jeden Fall gerne ein bisschen Unterstützung da und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr genommen hättet. Also, wie gesagt, ich denke, das Leben als Hexer ist nicht geil. Ist nicht geil. Geralt als Hexer ist unnormal cool, so, ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich weiß nicht. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss.